Tag, ich bin der Hubert. Ich begrüße euch ungewohnt aus dem Titelbildschirm, denn hier geht gleich direkt die Party los, wenn ich lade, und das tue ich jetzt. Läden sind immer gut. So, Sie sind also wach. Ja, siehst du doch. Machen Sie es sich und mir doch einfach. Sagen Sie mir den Code für den Aufbereiter, und zwar sofort. Du willst Code haben für den Aufbereiter? Na gut. Glauben Sie wirklich, dass ich so dumm bin? Ich weiß genau, dass Sie dort waren. Ich habe Sie nämlich gesehen. Oh nein. Sie sind in ernsten Schwierigkeiten. Sie haben die Vereinigten Staaten verraten. Sie wissen doch, was mit Verrätern passiert, oder? Wenn Sie mir jetzt den Code geben, können wir Ihnen vielleicht ein Angebot machen. Aber Sie sollten jetzt besser anfangen zu reden. Nun, Colonel Frühling, wie wär's mit... Nein. Ich will ehrlich mit Ihnen sein. Meine Geduld ist so gut wie am Ende. Auch habe ich keinerlei Interesse an irgendwelchen Spielchen hier. Sie sagen mir jetzt den Code oder müssen die unangenehmen Konsequenzen tragen. Lecken Sie mich im Arsch. Wieso bestehen Sie darauf, mich zu provozieren? Weil das cool ist. Sagen Sie mir den Code. Und zwar sofort! Colonel, ich brauche Sie. Mr. President, ich habe keine Zeit für andere Angelegenheiten. Ich bin in Kürze bei Ihnen. Nun, Colonel. Nun. Ja, Sir. Wie Sie es halt nicht mit jetzt, sondern mit nun übersetzt haben. Okay. Endlich allein. Ich entschuldige mich für Colonel Ortons Verhalten. Er steht in letzter Zeit ziemlich unter Druck. Ich habe keine Zweifel, dass Sie wissen, wer ich bin. Ich bin mir sicher, dass Sie meine Radioübertragungen gehört haben. Du bist im Radio. Ich würde gern mal mit Ihnen reden, unter vier Augen. Ich denke, es gibt da so einiges, das wir beide besprechen sollen. Ja, Gebührenerhöhung. Sie finden Ihre Habseligkeiten im Spind neben der Tür. Ich werde den Weg für Sie freimachen. Und ich werde auch Ihre Fesseln lösen. Ich warte in meinem Büro auf Sie. Sputen Sie sich. Okay. Der Mann aus dem Radio ist so lieb, Hubert mal eben freizulassen. Leider ist der Spind nicht zu öffnen, doch jetzt ist er's. Puh. Endlich wieder mein ganzes sinnloses Zeug und ein Level-Up. Mein ganzes sinnloses Zeug. Das klingt ein bisschen sehr, sehr traurig. Beenden. Level up! Yay! Wir können wahrscheinlich, und das sollten wir auch, einen zweiten Skill recht hoch bringen. Wie wär's mit... Energiewaffen. Ja, wir probieren mal Energiewaffen. So. Dann gibt es hier, glaube ich, noch einen Skill für Energiewaffen, der wäre auch relativ passend in dem Fall. Ach ja, das hier war übrigens natürlich ein verschwendeter Skillpunkt, den ich da investiert habe, weil ich nicht logisch drüber nachgedacht habe. Es ist aber auch ein dämlicher Perk. Ein Perk, der dir 15 Punkte auf einen Skill gibt, den du aber möglicherweise schon auf 100 hast, sodass der Perk dir nichts gibt. Seien wir doch mal ehrlich, das ist irgendwie dämlich. Naja, Tierfreund, Nachmensch. Boy. Nee, das hier wäre ja Verschwendung. Habe ich ja gerade schon erklärt, warum das Verschwendung wäre. Abbruchexperte, Explosionswaffen, 20% mehr Schaden. Ja, machen wir das. Machen wir das doch mal. So, der amerikanische Traum ist der Name dieser interessanten Quest, in der wir uns jetzt befinden und für die wir noch genau 25 Brennstoff haben. Tach. Keine Bewegung. Sie sollten doch in der Zelle stecken. Sie werden nirgendwo hingehen. Der Raum daneben ist gesteckt voll mit Wachen. Wenn ich die hole, sind sie wieder in ihrer Zelle. In einem Leichensack, wenn es sein muss. Wieso hast du gelbe Augen? Ruhig Blut, immer langsam, ich soll hier sein. Das Gebrabbel eines Gefangenen interessiert mich nicht. Oh, na gut.
Okay, ich werde jetzt einfach langsam weggehen. Sie gehen nirgendwo hin. Wachen! Ja, was habe ich eigentlich erwartet? Tschüss. Och nee! Wer? Wo? Wann? Dieser Typ. Warte mal, kann ich den bitte mal untersuchen? Genau, denn das Lustige ist natürlich, er hat einen Powerhelm, der nicht gerade in Schuss ist, und eine Powerrüstung. Leute, wir können Powerrüstung anlegen und das werden wir jetzt tun. Denn diese Powerrüstung, so dämlich sie auch ist, so schlecht sie auch nun mal wirklich ist, ist immer noch besser als das, was wir hier tragen. Die werde ich nicht mehr brauchen bis zum Ende des Spiels tatsächlich. So, jetzt aber, och nee, jetzt schießt der da auf mich. Warum schießt denn der auf mich? Was soll denn das? Was soll denn das? Komm, folge mir. Folge mir um die Ecke. Ich bring dich um selbige. Nee, tut er leider nicht. Dann kommen wir eben. Was soll denn das? Wenn wirklich ein Unterschied macht es nicht. Was ist das hier? Nichts, womit wir interagieren können. Gut, wir haben noch ein bisschen Zeit gerade dazu bekommen. Leider. Schauen wir uns mal diese Plasma-Pistole an. Ich habe noch keine Plasma-Waffen benutzt, aber die zählen, glaube ich, zu Energiewaffen. 15 Schaden, immerhin. Das kann weg. Das sollte ich behalten. Ja, sonst habe ich leider nichts mehr doppelt. Die 32er-Pistole kann aber weg. Wer braucht denn eine 32er-Pistole? Er hat nur eine Laserpistole. Das ist ja langweilig. Bäm, Arschloch, Idiot. So, Plasma-Pistole. Mag sie. Hubert hat nämlich jetzt auch eine leichte Affinität für Energiewaffen. Seit neuestem hat er so viel Energie. Hallo. Was passiert, wenn ich dich anspreche? Ja, das tue ich gerne. Ich gehe dir gerne aus den Augen. Um dich dann von hinten abzuballern. Der Präsident wiederum. Warte mal. Man kann übrigens hier unten drunter durch, aber ich glaube, das bringt uns gerade nichts, denn noch werden wir nicht angegriffen von irgendwem. Hallo. Ich habe jetzt leider nicht mehr im Kopf, was uns der Präsident erzählt hat, wo er sich befinden würde, wenn wir ihn treffen dürften. Wie sieht das eigentlich aus? Nun, Hubert. Nun. Och Mann. Ja, okay, das war der Offizier, den wir eben gerichtet haben. Oder anders gesagt, wir sind irgendwie völlig falsch. Ist bestimmt irgendeine... Nein, es kann ja keine Zelle sein, das macht ja keinen Sinn. Es muss irgendeine Tür sein, auf der nicht Zelle steht. Da steht doch eine Karte. Da bin ich gerade. Ja, das ist diese Sache. Und ich muss... Nein, diese Karte ergibt überhaupt keinen Sinn, tut mir leid. Was ist das? Was tut das? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt genau getan hat. Ich vermute fast, dass es bewirkt hat, dass die Gegner wissen, wo ich bin. Nur sie sind noch nicht feindselig, daher macht das keinen Unterschied. Yay! Yeah! Wir sind auf der nächsten Stufe, Ebene, wie auch immer. Dach, Leute! Achtung! Hier spricht Colonel Orton. Hiermit wird der Befehl erteilt, die bisherige Direktive des Präsidenten zu ignorieren. Der Gefangene aus Vault 101 ist bei Sichtkontakt zu erschießen. Ich wiederhole, bei Sichtkontakt zu erschießen. Das ist ein Befehl. Tja, leider ist den Leuten hier dein Befehl nicht egal. Puh. Das war eine traurige Sache. Das war ein trauriger Tod. Tja, ihr seht schon, Plasmawaffen bringen eine ganze Menge mehr als vorher noch. Als zuvor noch. Und seine... Hallo, ich möchte dich looten. Genau. Seine Waffe... kann ich jetzt natürlich auch benutzen, um diejenige, die ich trage, zu verbessern. Kleidung?
Lol. Und lol. Die ich trage, ist jetzt natürlich auch nicht ideal, aber es geht schon. Wenn ich von der GZ bin und dann bei dir so klingel, mach's aber auf. Und wenn nicht, habe ich immer noch die Sprengungsanlagen mit mir. Hier gibt's übrigens eine ganze Menge Essen, also wirklich eine ganze Menge Essen. Es ist wohl tatsächlich so gedacht, dass man hier nicht am Verhungern ist. Sektor 2A. Hier ist bestimmt der Mann aus dem Radio, der wohnt hier. Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Zurück. Wie zurück? Wer hat das gesagt? Hier ist doch niemand. Ah, fliehende Wissenschaftler, eine Todeskralle. Ja, ja, alles gut. Alarm, Alarm. Ich würde vermuten, dass wir in 2B falsch sind. Wir sollen, glaube ich, so weit hoch wie möglich. Tech Lab, Kryolab. Probieren wir das Tech Lab. Oh nein! Oh nee! Nee, nee. Komm schon, Hubert. Du triffst. Den wirst du ja wohl treffen. Okay, ich habe ihn doch nicht getroffen. Jetzt aber. Da soll noch mal jemand behaupten, ich hätte keine Chance. Boah, wie er direkt ausrastet. Ja, er hat da so ein lustiges Schwert. So ein lustiges Schwert, von dem wir uns besser nicht treffen lassen sollten. Oh nein! Ah. Ja, dieses schöne Trennmesser. Echt eine lustige, schöne Waffe. Allerdings natürlich nur für Nahkämpferlines. Und Hubert ist ja... Hubert ist ja, wie wir alle wissen, kein Nahkämpferlein. Erstmal eine ganze Menge Essen. Ups, das Jet wollte ich jetzt eigentlich nicht. Das ist auch eine lustige Erklärung. Ich wollte eigentlich nur essen. Ich wollte gar nicht diese Drogen nehmen. Ich habe mich nur vergriffen. Weitere Powerrüstungen zum Reparieren. Sind mittlerweile schon in einem akzeptablen Zustand, wirklich. Wieso kann ich nicht laufen? Es macht keinen Sinn. Wegen der Plasmagranate, oder? Ich schieß das Ding hier mal leer. Realistisch gesehen ist das Ding hier wertlos und das hier eher nicht so. Wegen dieser puren Masse an Munition. Aber eigentlich schon. Eigentlich schon, weil es einfach Ach, das Trennmesser natürlich, deshalb. Ich mag dieses Trennmesser. Ich will es mindestens einmal benutzen, einfach aus Fun. Die Waffen, die ich gerade weggeworfen habe. Das war schon sinnlos. Das war schon sinnvoll, dass ich die weggeworfen habe. Denn was soll denn das? Was soll mir das bringen? So. Ja. Diese Waffe hier kann ich genauso gut wegwerfen, glaube ich. Ich bleib bei meiner schönen Plasma-Pistole und bei den anderen Waffen, die ich habe. Radarwei. Verkrüppelter Rumpf mal wieder. Aber das macht dem Hubert ja nichts aus. Ich weiß gar nicht, was das für ein Malus hat, so ein verkrüppelter Rumpf. Schöne Enklavenkisten mit Munition für Waffen, die wir niemals benutzen. Die Enklave, so hilfreich wie eh und je. Warte, ich hatte eben glaube ich, eine Treppe gesehen. Oh, hallo! Hi, wie geht's, mein Freund? Tschüss. Auch nur eine Laserwaffe, die er dabei hatte. Keine Plasmawaffe. Plasma ist echt cool, finde ich. Also, es ist das genaue Gegenteil eigentlich, wenn man es wörtlich nimmt. Aber Plasma ist schön. Toll.
Trollalalalal, Plasma finde ich so toll. Trollalalala. Oh nein! Komm schon. Die beiden krieg ich doch. Oh nein! Das geht gerade relativ simpel. Dafür, dass wir Energiewaffen nur auf, ich glaube, etwa 50 gebracht haben. Hätte nicht gedacht, dass das direkt so viel ausmacht. Dass man sich praktisch direkt mit einem Level-Up zum Obermods machen kann. Da ist auch die Wackelpuppe Energiewaffen. Dadurch wird meine Fähigkeit nochmal um 10 Punkte erhöht. Ich weiß, es wirkt gerade so, als hätte ich das gewusst, weil es zu perfekt ist irgendwie. Aber die Wahrheit ist, dass es reiner Zufall war. Tacherste-Hilfekasten. Na. Oh nein, ich darf nicht in einem Bett schlafen, das ihnen gehört. Ich werde ja nur von allen angeschossen und will sie zerstören. Aber ich darf nicht in einem Bett schlafen, das nicht mir gehört. So, ich habe jetzt eine ZAX-Zerstörungssequenz. So, wenn ich dieses Ding auch noch öffnen könnte. Advertise, 1 von 9 Believing, 3 von 9 Scripting, falsch. Probieren wir es nochmal. Hier ist mal ein bisschen logischer. Continued. Concealed würde passen. 4 von 9. Protected, 3 von 9. Pendleton, 3 von 9. Ich möchte nämlich an diese Kisten Healthier, Casualties, Determining. Meistens ist es ja auch ein Begriff, der irgendwie sinnvoll. Okay, OUS ist wahrscheinlich richtig. Ja. Religious? Religious? Ja! Ich habe es irgendwie... Ups, jetzt habe ich das Terminal geschlossen. Bitte sag mir, dass ich nicht nochmal... Nein. Ich habe es irgendwie ausnahmsweise mal geschafft, sinnvollerweise ein Terminal zu öffnen. Und das hat sich gelohnt, Leute. Das hat sich gelohnt. Mal eben 3 Raketen... Okay, 10 mm Schuss. Hat sich jetzt doch nicht so gelohnt, wie ich dachte. Na, aber immerhin. Besser als nichts ist es allemal. So, ich glaube, das ist doch da auch schon der Raum. Okay, also wir sehen hier, dass offensichtlich der Präsident irgendein Problem mit der Enklave hat. So komisch sich das auch anhört. Denn seine Roboter, die wahrscheinlich unter seinem direkten Einfluss stehen, töten ja mal eben die Enklave. Die Enklave hat eben gesagt, ignoriert die Weisung des Präsidenten, auch kein gutes Zeichen irgendwie. Irgendetwas ist doch da im Argen, sage ich mal. Im Argon. Präsident! Wo ist denn hier der Präsi? Ich kenne den nur aus dem Radio. Und aus Fallout 2. Aber primär aus dem Radio. Ah, von Angesicht zu Angesicht. Endlich! Es ist höchste Zeit, dass wir uns kennenlernen. Ich bin erfreut, dass Sie es geschafft haben. Ich hatte mir die Reise anders vorgestellt, aber so konnten Sie immerhin zeigen, was Sie können. Präsident Eden, Sie sind ein Blechkasten. Cool. Sie sind wirklich liebenswürdig. Die Ehre ist ganz meinerseits. Ich wollte schon seit langem Ihre Bekanntschaft machen. Wir beide haben viel zu diskutieren. Das stimmt. Was ist das Problem? Die Hauptstadt unserer Nation steht am Scheideweg. Der Weg, den Sie und ich hier heute einschlagen, wird das Leben aller verändern.
Sie müssen in meinem Namen handeln, um die Zukunft unseres Landes zu sichern. Und was genau meinst du? Mein Einfluss auf die Welt ist derzeit begrenzt. Ich allein kann nicht mehr bewirken. Sie dagegen können nach Belieben kommen und gehen. Sie haben also viel mehr Handlungsspielraum. Vielleicht sollte ich besser erklären, warum Veränderungen notwendig sind und weshalb ich wünsche, dass Sie in meinem Namen handeln. Dann tu das mal. Während die Mutanten ihr Unwesen treiben, können die guten Menschen dieses Landes die Kontrolle nicht wiedererlangen. Weder meine Soldaten, noch die Sekte, mit der sie in Kontakt gekommen sind, diese stählerne Brüderschaft, können den Lauf der Dinge aufhalten. Bruderschaft. Unsere Gesellschaft, unsere Welt muss von Supermutanten und Ghulen befreit werden, bevor wir weitere Fortschritte machen können. Wo andere gescheitert sind, wird die Arbeit ihres Vaters, glaube ich, erfolgreich sein. Ja. Das ist nämlich hier der Scheidepunkt natürlich, dass der Präsident an sich ein cooler Kerl ist, der will, dass es der Menschheit wieder gut geht, aber der gleichzeitig auch die Zerstörung aller Supermutanten und Ghule fordert. Die Zerstörung aller Supermutanten ist jetzt eine Sache, da kann man drüber nachdenken. Fox war ein lieber Supermutant, die meisten sind es nicht. Das mussten wir schon feststellen. Insofern gar kein so schlimmes Ansehen erstmal, aber die Ghule wiederum, die waren bisher alle, bis auf die wilden Ghule, zivilisiert. Das ist auch eine tolle Aussage, oder? Alle Ghule, bis auf die, die nicht zivilisiert sind, sind zivilisiert. Na, auf jeden Fall, er ist ein Arschloch und deshalb ist er ein Penner. Das hört sich aber nicht gut an, ist meine Aussage. Hubert steht da so. Moment, aber Ghule können ja auch Gebühren zahlen. Jetzt alle Ghule ausrotten, da hört sie aber nicht gut an. Verstehen Sie doch. Wir müssen der Menschheit den Weg ebnen, das Ödland neu aufzubauen. Mittels einiger kleiner Modifikationen an dem Aufbereiter, an dem Ihr Vater arbeitete, können die Mutanten ohne große Mühe ausgerottet werden. Aber Mutanten zahlen auch Gebühren. Werden damit eliminiert, das heißt aus dem Genpool entfernt. Die Menschen werden diese Welt dann nicht mehr mit Abscheulichkeiten und Monstrositäten teilen müssen, wie sie heute gang und gäbe geworden sind. Wir können jetzt im Prinzip sagen, hört sich gut an. Aber Hubert meint eher, der hört sich aber nicht cool an. Ihre Rolle bei dem Ganzen ist wirklich sehr einfach. Vor Ihnen liegt eine Ampulle mit einem modifizierten FEV-Virus, die Steuerkonsole des Aufbereiters eingesetzt werden muss. Haben Sie das getan und den Aktivierungscode eingegeben, wird der Aufbereiter aktiviert und der Prozess läuft automatisch ab. Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Doch. Das ist zu viel verlangt. Ich finde das sehr bedauerlich und äußerst enttäuschend. Ich fühle mich gezwungen, Sie auf die Schwere der Situation hinzuweisen. Ich kann Sie nur gehen lassen, wenn sie die Ampulle an sich nehmen. Ja, aber hör mal zu. Sie dürfen kein Präsident sein. Jetzt macht Hubert nämlich einen auf Wissenschaft. Sie dürfen kein Präsident sein. Das ist deshalb logisch, weil du sterben musst. Wirklich? Reden Sie ruhig weiter. Ja, weil denk doch mal drüber nach. Sie wurden nicht programmiert, ein Ich-Bewusstsein zu haben. Sie sagen es selbst. Nur ein Mensch kann Präsident werden, kein Computer. Ich bin nicht nur ein Computer. Ich bin viel mehr als das. Haben Sie mir nicht zugehört? Und wie können Sie wissen, dass Sie das Rechte tun? Im Gegensatz zu den Menschen bin ich unfehlbar. Und wie können Sie wissen, dass Sie unfehlbar sind? Denn das ist die coole Frage. Ich weiß das, weil ich entsprechend programmiert wurde. Das ist paradox. Sie wissen's, weil sie's wissen? Das ergibt keinen Sinn, das ist nämlich ein Zirkelschluss. In Bearbeitung. Interne logische Fehler festgestellt. Machen Sie sich nichts vor, die Welt wäre ohne Sie besser dran. Speicherprimärschaltkreise werden zurückgesetzt. Bitte warten.
Vielleicht gibt es ein Problem. Ich bin mir nicht sicher, wie ich fortfahren soll. Wie wär's, wenn du den ganzen Laden hier einfach mal ausschaltest? Anweisung wird verarbeitet. Neue Anweisung angenommen. Selbstzerstörungssequenz initiiert. Zivilist wird angehalten, FEV-Muster sicherzustellen und Anlage zu verlassen. Ja, so Leute, wir haben, wie soll ich sagen? Wir haben, Funktionen höchster. Ja, wir haben den Präsidenten in die Luft gesprengt. Das hier wird Huberts finale größte Sprengung. Wie das bei so Sprengungen so ist, besonders wenn man nicht selbst unter Kontrolle hat, wann gesprengt wird, geht man aber erstmal weg. Man geht langsam und bedächtig weg vom Ort der Sprengung. Oder? Oder bleiben wir doch hier? Nee, was ist denn jetzt eigentlich? Warte mal. Irgendwie hat sich das Questlog nicht geupdatet, oder? Doch. Tschüss. Ja, unsere Aufgabe ist es zu entkommen. Das ist jetzt erstmal nicht so weit hergeholt. Seid ihr immer noch lieb? Ja, danke. Schönen Tag wünsche ich. Ja, schönen Tag. Es wird euer letzter. Wie erfordert, kann ich gekackt werden, was? Wer hat den Schlüssel? Präsident Eden, ich brauche einen Schlüssel, bevor du sprengst. Das ist komisch. Eigentlich sollten wir keinen Schlüssel mehr brauchen. Oder wir haben den falschen Ausgang genommen. Gibt es andere Ausgänge? Nein. Ich wusste doch, dass ich da oben was vergessen habe. Wahrscheinlich liegt da irgendwo der Schlüssel rum oder es gibt einen Schalter. Oder man kann oben raus, das wäre auch möglich. Aber ich dann glaube ich irgendwie nicht. Doch, ich wusste es. So, ja, ne? Dann gehe ich mal von dieser Sprengung hier weg. Ja, komm, ganz ruhig, Leute. Wie stumpf war das denn? Ich glaube mich zu erinnern, dass es auf dem Fluchtweg hier noch was Cooles zu entdecken gibt. Mindestens eine Waffe, die Hubert sehr, sehr erfreuen wird. Was ist das denn? Okay, diese Tür macht Ramazamba. Sie möchte nicht aufgehen. Keine Ahnung, was da steht. Oh nein! Irgendjemand flieht aus der Anlage und wir sind's nicht gerade. Tja, der Präsident kämpft weiter gegen seine eigenen Leute. Was ist das? Lieferterminal. Das ist doch bestimmt was richtig Cooles. Flavoring. Marvelous. Nein, ist kein Dreier. Guardians. Okay. Robert wollte doch nur ein Dreier. Nein, ich erkläre das mal sinnvoller. OUS. Dann hätte ich gewusst, dass die Endung stimmt, wenn dann drei richtig gewesen wären. Increased. Drei sind richtig. Gibt es SED? Auch eine Frage, die man in der Nazi besser... In der Nazi? In der DDR? Warte, was ist die SED? SSD? Nee. Die SSD war... Das war... Interner Logikfehler festgestellt. Selbstzerstörungssequenz initiiert. Sozialistische Einheitsdatei. SED. Warte mal. So, zurück zum Thema. SED war richtig. Aber ich habe gerade keine Ahnung, wofür es steht. Lieferterminal. Marauding. Oh, Ding könnte richtig sein. Gibt es noch ein Ding? Surviving. Da sind schon 5 richtig. Muss was mit Wing sein, fast schon. Da sind nur 4 richtig. Believing. Och, scheiße. Ach, ich will nicht neu anfangen. Guck mal, von Surviving waren halt einfach mal 5 von 9 korrekt.
Ach, verdammt. Ich muss neu anfangen. So, fangen wir neu an. Werfen wir mal Resources rein. Retreated. Okay, das finden wir nie im Leben. Ja, ja. Releasing, 5 von 9. Searching, 5 von 9. Returning, 5 von 9. Na super. Ja, Terminal gesperrt. Probieren wir es nochmal. La 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 la. Ich will da rein. Converted, 6 von 9. Convinces war... Es muss convinced sein. Ja! Puh! Hallo Lieferterminal. Ich hab keine Ahnung, was ich mit dir machen kann eigentlich. Öffne diesen Käfig. Hua! Das ist gar nicht so cool, wie ich erst dachte. Wir haben eine Todeskralle in die Freiheit gelassen. Todeskralle. Ja, einen schönen Tag. Weil ich dich so sehr mag, wünsche ich dir einen schönen Tag. Okay, Todeskalle macht jetzt mal sein Ding. Was auch immer das genau sein mag. Ja, er greift mich an, das war doch klar. Das hat mir sowas von überhaupt nichts gebracht. Dieses Ding zu... dieses Ding zu öffnen. Obwohl, vielleicht schon. Er hat den getötet und der hat... Boy. Tut mir leid, Wachbot der Enklave. Oh nein, dich kriege ich niemals tot. Verstehe, also wir haben Todeskalle praktisch nur freigelassen, damit er die Wachbots kaputt macht. Boah, was ist denn hier los? Alter, was ist hier los? Was ist los? Ich find's ganz cool, dass ich nicht als Feind erkannt werde. So viel ist sicher. Oh! Plasmagewehre, gleich zwei davon. Tja, Leute, jetzt ist Hubert endgültig cool. Plasmapistole war 15, Plasmagewehr ist mal eben 29 Schaden. Ist das nicht sogar mehr als beim Flammenwerfer zum Beispiel? Nein, überhaupt nicht. Aber es ist schon eine Menge. Und wir haben relativ viel Munition, glaube ich, für Plasmatypen. Statistik, Status, heilen wir mal den verkrüppelten Rumpf. Habe ich meine Beine irgendwie gebrochen oder sowas? Na, wahrscheinlich wiege ich zu viel wegen dem Plasmagewehr. Wir könnten das temporär lösen durch Buff-Out. Ich denke, diese Lösung bevorzuge ich. Denn was jetzt wertvoll ist und was nicht, das können wir auch später noch schauen. Was war das dann? Was war das dann? Boah! Junge! Ihr seid... Oh nein! Ihr seid stinksauer. Ich merke das schon. Oh nee! Ich geh mal an diesen Terminal. Oh mein Gott. Die haben es tatsächlich geschafft durch die Wachbots. Nein! Nein, der schießt auch mit Raketen. Boah. So, Junge, das muss jetzt... Oh, das muss jetzt... Ich muss jetzt... Das muss jetzt klappen. Och, nee. Aua. Wie mich halt einfach mit der Rakete aus der Distanz erwischt hat. Tschüss. Was hast du bei dir? Ich würde gern sehen, was du bei dir hast. Eine schöne Minigun. Leider offenbar keine. Die ist natürlich cool, ne? Energiewaffen plus 10, ja. Allein dafür lohnt sich das, glaube ich, schon. Besser als Stärke. Ja, wir haben schöne Tesla-Rüstungen. Kleidung,
Werfen wir das hier mal weg. Tesla-Rüstung. Zwei davon. Und Tesla-Helme, auch zwei davon. So, so sieht dann eine Tesla-Rüstung aus. Außerdem ein neuer Raketenwerfer zum Reparieren. Und der Kerl hatte noch die Minigun. Außerdem liegt hier noch eine Leiche, die ich gar nicht gesehen habe. Ja, sie hat Scotch. Waffen. Minigun. Raketenwerfer. Und das war's schon. Neues Terminal mit coolem Zeug, bestimmt. Ja, ja. Converted. Footsteps. Countries. Nun. Receiving. Radiation. Unlocking. Ing war wahrscheinlich richtig bei dem letzten Mal. Offspring. Ing. But returning. Ja, das Ing ist sicherlich richtig. Aber... okay, denk mal mehr nach. Ransacked. Marauding. Marauders. Naja, das konnte ja gar nicht richtig sein. Buh. Ja. Wir scheinen da nicht wirklich durchzukommen. Predators. Fortitude. Something. Na, diese Riesenkiste sieht aber aus, als wäre da was Cooles drin. Crumbling, Presented, Collector. Okay, 5. Ich habe endlich mal 5. Following. Depending kann es demnach nicht mehr sein. Gossiping auch nicht. Guarding auch nicht. Es muss was mit Ing sein. Das wären 4. Improving wären auch nur 4. Repairing stimmt nicht. Accepting auch nicht. Involving. Nee. Depending auch nicht. Obtaining. Das kann gar nichts mehr passen. Regarding expensive. Exploring. Warum? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich das System noch nicht verstanden habe. Oh, ja. Leute. Das ist unser neuer Gatling-Laser. Hubert freut sich schon so darauf, seinen Gatling-Laser das erste Mal zu benutzen. Nehmen wieder Buff-Out. Aha. Okay, das hat irgendwie nicht funktioniert. Wie kriege ich denn dieses Gewicht weg? Auch eine Frage, die sich viele Leute häufig stellen. Der Gatling-Laser ist natürlich zu geil, um ihn einfach nicht zu benutzen, aber gleichzeitig wüsste ich nicht mehr, was ich hier noch habe. Ja, so ein Zeug. Aber geht das? Könnte das ausreichen? Ich meine, Geld brauche ich nicht mehr wirklich.
Zumindest nicht in dieser Menge. Den Virus möchte ich gern behalten. Einfach nur so, damit es möglich, damit es eine Option bleibt. Ja, machen wir das mal. Wir haben den Gatling-Laser. Yay! So sieht der dann aus. Reicht aber erstmal. Möchte ja keine unnötige Munition unnötig verballern. Dalödland der Hauptstadt. Ja, Eingang zu Raven Rock. Und falls ihr es nicht vergessen habt, wir sollten hier weg. Treffen wir uns endlich! Hey, Fox, hi! Ich wusste, dass sie überlebt hatten und habe gehofft, bei ihrer Rettung helfen zu können, um meine Schuld zu begleichen. Das hast du tatsächlich. Ja! Und dieses Gerät ist noch dazu überaus faszinierend. Eine fantastische Technologie. Stellen Sie sich nur vor, wie viel Böses mit solchen Werkzeugen aus der Welt geschafft werden kann. Ich zum Beispiel. Ich beobachtete Ihre Gefangennahme und konnte Ihnen heimlich folgen. Ich wünschte, ich wäre früher gekommen, um Ihnen bei der Flucht zu helfen. Da ich Ihnen meine Freiheit verdanke, hielt ich es nur für gerecht, Ihnen denselben Gefallen zu tun. Schließlich kenne ich in dieser Welt nur Sie. Danke, Frogs. Bock mitzukommen? Ich weiß Ihr Angebot zu schätzen, muss es aber ablehnen. Ich habe von einem Geschichtsmuseum im Süden gelesen. Leben Sie wohl, mein Freund. Ja, genau. Wie ich es erwartet habe, mein Karma ist leider für Frogs zu niedrig. Das ist keine Option für uns. Ist gerade eine ganze Menge los. Ist gerade Highlife, richtige Party, seht ihr? Hi. Danke dafür. Ja, das war's mit Raven Rock. Das ist eine richtig tolle Sprengung. Noch toller als Megaton irgendwie. Der Präsident ist auch kaputt. Ja, wie soll ich sagen? Wir begeben uns jetzt zurück zur Red Scorpiona. Euer Ernst? Ja. Wir begeben uns jetzt zurück zu unserem schönen, freundlichen... Was ist das? Ach, ein Protektron. Ja, zu unserem schönen, freundlichen Bruderschaftshelferlein. Können wir, glaube ich, auch per Schnellreise. Warte, Daten. Genau, denn für die Bruderschaft haben wir das Zeug gesammelt. Oh nein, Buff-Out, Entzugserscheinungen. Hallo, Bruderschaftstyp. Du auch, hallo. Hubert ist ziemlich fett, muss man sagen. Hubert ist richtig fett geworden. Eigentlich muss ich seinen Helm, zumindest wenn wir hier so rumlaufen, ausziehen. Ich bin richtig krasser Kerl. So, ich vermute, wir müssen irgendwelche Waffen wegwerfen, was auch nicht so schade sein wird. Seien wir mal ehrlich, mit dem, was wir haben, werden wir wohl das Lasergewehr, die Laserpistole, nicht mehr benutzen. Wozu brauchen wir die Plasmapistole, wenn wir das Plasmagewehr haben? Weil die Munition anders ist. Die Plasmapistole aber auch nicht schlecht ist. Hier wiegt eigentlich nichts irgendwie absurd viel. Hier auch nicht. Irgendwelche Munition, die was wiegt? Nee, Munition wiegt nichts. Ach, ja, ein bisschen, ne? Hätten wir doch bloß ein bisschen mehr Stärke. Das sind natürlich diese fetten Waffen primär. Aber einen Fatman möchte ich ungern weggeben.
Geben wir einen Flammenwerfer weg. Ja, so passt es nämlich. Und der Gatling-Laser ist jetzt auch nicht wirklich schwächer als der Flammenwerfer. Es wird sich sogar noch ändern. Ich weiß gar nicht, ob der Gatling-Laser jetzt als Energiewaffe zählt oder als schwere Waffe. Da wir aber ohnehin beide skillen, macht es keinen Unterschied. De facto. So. Wir haben den Prädenten in die Luft gejagt und wir haben, das ist das Wichtigste, nein, Moment, das GEK haben wir nicht zurück. Das brauchen wir noch. Also letzten Endes ist unsere Mission gescheitert. Haben Sie Ihre Verteidigung zu stärken. Wir sollten sie so bald wie möglich angreifen. Ja, wir sollten sie so bald wie möglich angreifen. Das tun wir in der nächsten Folge von Let's Play. Und wahrscheinlich auch in der letzten Folge damit von Let's Play Fallout 3. Bis dahin, ciao!